Florian, von Brauweiler in die weite Welt, oder? So ein Tag heute? Ja, kann man so sagen. Ich glaube, das hat man ja, sich nicht ausmalen können, was wir da heute erreicht haben. Und ja, dauert auch noch ein bisschen, um das zu realisieren. Aber ja, ist einfach ein Traum, der wahr geworden ist. Wie haben Sie es draußen nach dem Schlusspfiff erlebt? Ja, es war natürlich ziemlich hektisch. Wir waren da... Das war das letzte Mal. Ja, wir haben natürlich versucht, das Spiel noch so gut wie es geht zu Ende zu bringen, dass da nicht mit einem Spielabbruch oder so endet. Und ja, aber es war auf jeden Fall schön, dass die Fans direkt dabei waren. Florian, 45 Minuten auf der Bank und dann so eine Explosion. Ne? Da war ordentlich was im Kavum. Nee, Mann. Ja, ich muss sagen, ich hatte heute die einfachen Sachen und die schönsten auf dem Fuß. Deswegen bin ich dankbar, dass ich so gute Pässe bekommen habe und ja, dann drei Tore machen konnte. Was bedeutet Ihnen die erste deutsche Meisterschaft? Willst du mal antworten? Nee, da hat dich gefragt. Ja, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. Ist schwer zu beantworten, aber es ist natürlich ein Traum, der wahr geworden ist. Und ja, das ist jetzt Zeit, auf jeden Fall zu feiern. Trinken Sie überhaupt Bier? Mal gucken, vielleicht heute ein bisschen. Jonas, wie hat das gemacht? Ja gut, Hattrick noch zu machen, wenn man reinkommt, das sagt, glaube ich, alles. Ja, überragend. Der erste deutsche Meistertitel nach 120 Jahren, das ist eine Menge, ne? Das ist, da fehlen mir ein bisschen die Worte. Ich weiß gar nicht, ob man es realisiert hat richtig. Aber ist, glaube ich, verdient für die Mannschaft, weil wir einfach jedes Spiel konstant unsere Leistung abgerufen haben. Und ja, die Emotionen überwiegen gerade. Es geht ab in der Kabine. Ja, weiß nicht. Mir fehlen auch ein bisschen die Worte. Ist einfach geil. Florian, wie lange dürft ihr denn feiern heute? Ich glaube, es gibt kein Ende heute. Also wir haben morgen frei und deswegen kann jeder entscheiden, wie lange er machen will. Jonas? Ja. Ich denke, dass es eine Weile geht auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es eine Weile geht. Also wenn man das nicht feiert, dann weiß man auch nicht. Natürlich hat man im Hintergrund, dass am Donnerstag wieder ein wichtiges Spiel ist, aber ich glaube trotzdem, dass wir da das richtig einordnen und das ein oder andere trinken und ordentlich gefeiert wird. Florian, und ihr seid jetzt noch, Double kann noch kommen, Triple kann noch kommen. Ja, heute sind wir auf jeden Fall erstmal zufrieden, dass wir die Bundesliga gewonnen haben. Und deswegen das andere stellen wir jetzt erstmal hinten an. Ja, am Donnerstag ist wieder Europa League, aber heute erstmal Bundesliga feiern.